Ich weiß, an wen Sie mich erinnern. Wissen Sie, an wen? An diese Sängerin von ABBA. Aber Sie sind natürlich nicht so berühmt. Sie haben sich überhaupt nicht verändert. Was wollen Sie von mir, Jungchen? Ein Privatkonzert? Laura, heute in der Fabrik, gestern auf den Bühnen der Welt neben Größen wie ABBA und Cliff Richard. Das ist einfach furchtbar. Was für ein nettes Kerlchen. Warum interessiert dich das so? Jane Chin. Als Joe mir sagte, dass er mit Ihnen in der Fabrik arbeitet, habe ich es ihm nicht geglaubt. Tony Jones, ah ja, und danach hat er dich fallen lassen, hm? Und das war's dann. Puff, Absturz, so war's doch, oder? Du bist mit ihr zusammen. Jawohl, ich werde Manager von Laura. Ich werde mich um dich kümmern. Du wirst wieder ein Star. Wie viel sie verlangt? Na, 500 Euro. Alles klar. Du musst dir einen Anzug schneidern lassen. Und du musst mal zum Friseur. Ein Comeback. Das kostet dich einen Batzen Geld. Und dein neuer Manager, kann der das alles auf die Reihe bringen? Er weiß nicht, dass ich hier bin. Ich helfe dir aus, wenn du willst. Ganz ohne Gegenleistung? Ich weiß genau, dass du bei ihm warst, ohne mir was zu sagen. Du hast dich an ihn verkauft. Weißt du, wie man Weiber wie dich nennt? Nutten. Wenn du mich nicht kennengelernt hättest, würdest du immer noch zu Hause bei Mutti sitzen. Gibst du eigentlich immer so leicht auf? Du brauchst viel Liebe und vor allem brauchst du die Liebe deines Publikums. Ist das nicht ein bisschen aus der Mode? Doch, ja, vollkommen aus der Mode.